Hier seht ihr, was meine Ameisen angestellt haben, als ich auf der Arbeit war. Und zwar war hier mal Wasser drin in dem Verschluss. Ungefähr zur Hälfte war es aufgefüllt. Und die haben da richtig viel Sand rein. Und zwar so, dass das ganze Wasser durch Kapillareffekt in den Bodengrund geflossen ist. Also es ist jetzt leicht feucht. Ich meine, vielleicht kann man es sehen. Der Sand ist ein bisschen dunkler. Und man kann jetzt auch gut auf der linken Seite sehen, wie sie richtig genau einen Bereich sich ausgesucht haben, wo sie dann die Verbindungen hergestellt haben, bis zum Boden. Man sagt ja immer, sie tun den Sand rein, damit sie nicht ertrinken und so weiter. Wobei meine Spekulation ist, dass das noch andere Gründe hat, nämlich dass sie erkennen, dass da Wasser drin ist und dass es so ihr eigenes Nest befeuchten können oder neue Möglichkeiten schaffen, um ein Nest zu bauen. Weil die haben jetzt zum Beispiel schon unter dem Verschluss angefangen zu graben. Vorhin waren es noch ein paar mehr. So, hier sieht man das Ganze nochmal aus einer etwas anderen Perspektive. Und hier sieht man wirklich deutlich, dass sie die Sandkörner eben bis zum Bodengrund heruntergelegt haben. Und ich glaube, hier sieht man auch gut, wie schön dunkel das Ganze ist. Also daran erkennt man die Feuchtigkeit. Jetzt ist natürlich die Frage, ist es nur Zufall? Wie gesagt, ich persönlich glaube eher ehrlich gesagt nicht an einen Zufall, aber das Ganze ist, glaube ich, noch nicht wissenschaftlich untersucht. Also das ist jetzt meine Interpretation, dass sie das eben zum Befeuchten des Bodengrunds machen. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao.